Ja, meine Damen und Herren, zunächst einmal möchte ich Sie ganz herzlich begrüßen zu dieser Kooperationsveranstaltung. Mein Name ist David Sirakow, ich bin Direktor der Atlantischen Akademie mit Sitz in Kaiserslautern im schönen Rheinland-Pfalz, dem, wie man so schön sagt, dem transatlantischsten Bundesland in der Bundesrepublik mit über 50.000 Amerikanerinnen und Amerikanern dort. Und ich habe die Ehre, Sie zu diesem Seminar oder zu dieser Diskussionsrunde, so sollte ich besser sagen, zu begrüßen. Lassen Sie mich aber zunächst einmal unserem Partner, der Friedrich-Naumann-Stiftung und insbesondere Patrick Walz, Ihrem Vertreter, für diese großartige Zusammenarbeit danken. Und auch in unserem Programm beschäftigen wir uns in der Atlantischen Akademie sehr viel mit den Auswirkungen der russischen Aggression auf die Ukraine, auf dann eben auch die Implikationen für die transatlantischen Beziehungen und natürlich auch auf Deutschland. Und sicherlich hat der Angriff Russlands auf die Ukraine die deutsche sicherheitspolitische Diskussion über die eigene Verteidigungsfähigkeit, sicherlich aber auch über den notwendigen Anteil am NATO-Bündnis deutlich befeuert und befördert. Doch der Schwung, der von der Jahrhundert- oder von der Zeitenwende-Rede des Kanzlers ausging, scheint etwas zu verblassen, so zumindest mein Eindruck. Und da sind die Diskussionen um die Lieferung schwerer Waffen oder sogenannter schwerer Waffen, die langwierige Verabschiedung des Sondervermögens für die Bundeswehr und die, lassen Sie mich mal so ausdrücken, die kleinen Tricks bei der Berechnung der angekündigten Erfüllung des 2%-Ziels. Und all das birgt sicherlich auch die Gefahr, dass der Rhetorik der Bundesregierung zu Beginn des Krieges letztlich durch einen Papiertiger ersetzt wird. Und deshalb ist die heutige Veranstaltung so wichtig und auch so spannend und eine sehr gute Gelegenheit, diesen Themenkomplex durch ausgewiesene und durchaus auch spannende ExpertInnen diskutieren zu lassen. Also von meiner Seite schon mal herzlichen Dank an Ulrike Franke, Ben Hodges und Markus Pindur für ihre Zeit und die Bereitschaft, diese sicherlich Vielzahl an Themen heute zu diskutieren. Auch wenn die politische Perspektive etwas fehlen wird, wie Sie gleich sehen werden, bin ich mir aber sicher, dass wir eine fantastische Veranstaltung erleben werden. Ich wünsche Ihnen, liebe DiskutantInnen, viel Spaß und Ihnen, liebe TeilnehmerInnen, viele Denkanstöße. Und nun übergebe ich an Patrick Walz. Ja, lieber David, meine sehr geehrten Damen und Herren, liebe Teilnehmerinnen und Teilnehmer, vielen Dank, Dr. Sirakow, für die freundliche Einführung. Ich begrüße Sie auch alle sehr herzlich zu unserem Web-Talk Deutschlands Beitrag zur Sicherheit in Europa, was tun? Mein Name ist Patrick Walz, ich leite für die Friedrich-Naumann-Stiftung für die Freiheit das Länderbüro Hessen und Rheinland-Pfalz und darf Sie auch im Namen der Karl-Hermann-Flach-Stiftung und dort von ihrem Vorsitzenden, Dr. Frank Blechschmidt, sehr herzlich grüßen. Mit der Karl-Hermann-Flach-Stiftung kooperieren wir in Hessen gerne und regelmäßig. Ja, vielen Dank eben auch an Dr. Sirakow von der Atlantischen Akademie für diese Kooperationsveranstaltung. Jahrelang hatten beide Institutionen immer wieder sicherheitspolitische Themen im Portfolio. So richtig interessiert hat es lange Zeit keinen. Und deshalb freue ich mich, was heißt freue ich mich? Es ist eigentlich ein trauriger Anlass, aber es ist wichtig, dass endlich dieses Thema in die Öffentlichkeit rückt und diskutiert wird und auch nicht wieder locker gelassen wird. Der Krieg in Europa hat auch unsere Stiftung schwer getroffen. Wir hatten Büros in Moskau und Kiew, viele Büros und Projekte in osteuropäischen Partnerländern, die jetzt auch alle in Sorge sind und begleiten die Ereignisse auf unserer Webseite, auch mit einem eigenen Blog www.freiheit.org. Dort können Sie unter Krieg in Europa auch sehen, wie eine Stiftung, die ja weltweit agiert, auf diesen Krieg reagiert. Gestatten Sie mir bitte eine kurze persönliche Notiz an dieser Stelle, weil dieser Krieg auch wirklich autobiografisch ist. Ich habe 2003 als Austauschstudent die Ukraine besucht und habe dort den Freiheitsdrang der damals jungen Menschen erlebt. Sie haben mich angesprochen und es war mir klar, sie wollen nach Westen, sie wollen in den Westen zu Europa, weg von diesem alten post-sowjetischen Filz. Und ich habe 20 Jahre lang den Weg nach Westen der Ukraine verfolgt, mit allen Knüppeln, die diesem Land zwischen die Beine geworfen wurde.
Und mit der Besetzung der Krim, der illegalen Besetzung und dem Abschuss von MH17 samt der folgenden Desinformationskampagne der Russischen Föderation habe ich mich auch immer stärker in die politische Bildung bewegt, weil einfach an diesem Augenblick wurde mir klar, wie stark Eingriff genommen wird oder Einfluss genommen wird auf unsere demokratische Willensbildung. Und das war für mich wirklich eine empörende Situation, eine Linie im Sand, die überschritten wurde. Das heißt, im Endeffekt, das ist mitverantwortlich dafür, dass ich die politische Bildung begonnen habe und auch, dass wir jetzt heute Abend hier sitzen. Ich kann auch sagen, dass ich seit dem 24. Februar ununterbrochen, und das meine ich ernst, ununterbrochen jeden Tag von einer kalten Wut erfüllt bin, dass Putin diesem Land und seinen Menschen Gewalt antut. Und zwar einfach nur, weil er es kann. Und dass er zu dem Schluss kam, dass er es kann, ist eine Folge der europäischen und auch deutschen Sicherheitspolitik, die schlicht und ergreifend ja, gescheitert ist an dieser Stelle, die es nicht vermocht hat, glaubwürdig nach außen zu kommunizieren, dass das ein Regelbruch wäre. Und insgesamt wurde Sicherheitspolitik ja jahrzehntelang als Relikt der Vergangenheit betrachtet. Die osteuropäischen Staaten mit ihrem Sicherheitsbedürfnis wurden so ein bisschen belächelt nach dem Motto, genau wie ihr komischer Nationalismus ist das was, da sind wir im westlicheren Teil Europas längst drüber hinweg. Ja, in Deutschland war man der Ansicht, man könne Russland über wirtschaftliche Beziehungen zu Wohlverhalten erziehen. Das Scheitern dieser Ostpolitik ist offenbar, den Preis zahlen andere. Und die Zeitenwende des Kanzlers am 27. Februar hat angedeutet, eine sicherheitspolitische Revolution ist notwendig in Deutschland. So geht es nicht weiter, es muss sich was ändern. Und in revolutionären Zeiten, da hat Lenin schon gefragt, was tun? Und das ist das, was auch heute Abend ansteht. Ich möchte wissen, was tun kurzfristig, was kann Deutschland tun überhaupt, um die Ukraine zu unterstützen? Nicht nur militärisch, auch politisch und vor allem mittelfristig. Was muss Deutschland tun, damit seine eigenen Streitkräfte auch wieder Fähigkeiten haben, die benötigt werden, um vor allem im gesamteuropäischen Kontext einen glaubwürdigen Beitrag zu leisten, dass die Friedensordnung der Zukunft stabil ist und unmissverständlicher als bisher kommuniziert wird, dass Angriffskriege in Europa, an den Grenzen Europas eine schlechte Idee sind. Ich bin froh, an dieser Stelle unsere Expertenrunde begrüßen zu dürfen. Dr. Ulrike Franke, Policy Fellow vom European Council on Foreign Relations und Lieutenant General Retired Ben Hodges, ehemaliger Befehlshaber der US Army Europe. Frau Dr. Marie-Agnes Strack-Zimmermann musste leider sehr kurzfristig wegen eines unaufschiebbaren Termins im Bundestag absagen. Sie bittet um Verständnis, wäre gerne dabei gewesen und ich hätte sie gerne auch hier und ihren Beitrag an dieser Stelle gehört, aber daran sehen Sie ja, wie wichtig Sicherheitspolitik auch plötzlich geworden ist. Der einzige Lichtblick ist, dass uns dadurch mehr Zeit auch bleibt für unsere beiden verbliebenen Panelisten. Und ich möchte sie auch kurz vorstellen. Frau Dr. Ulrike Franke ist, wie gesagt, Policy Fellow beim European Council on Foreign Relations in London. Sie arbeitet zu Fragen der deutschen und europäischen Sicherheits- und Verteidigungspolitik. Damit sind wir ja schon quasi beim Thema des heutigen Abends. Insbesondere dem Einfluss neuer Technologien wie Drohnen und künstlicher Intelligenz. Und ich denke, die meisten von Ihnen kennen Sie vom Podcast Sicherheitshalber, bei dem Sie gemeinsam mit Thomas Wiegold, dem Journalisten, und den beiden Dozenten, Professoren Dr. Frank Sauer und Professor Dr. Carlo Masala über Sicherheitspolitik weltweit diskutieren. Und an der Stelle eine klare Hörempfehlung von mir, falls Sie den Podcast noch nicht kennen sollten, suchen Sie ihn, hören Sie rein. Das ist ein echter Lichtblick in der deutschen Diskussionslandschaft. Ja, Ben Hodges ist ehemaliger Generalleutnant, der eine lange Karriere im US-Militär hinter sich hat. Zuletzt war er kommandierender General der US Army Europe bis 2017. Er ist nun beim Think Tank vom Center of European Policy Analysis in Washington tätig und dort Inhaber des Pershing Chairs. Und was mich an Ben Hodges so fasziniert, ist, dass er mehrfach sehr richtig gelegen hat. Er hat, das ist natürlich bei einer Diskussion, wo es um künftige Fähigkeiten geht, also was müsste man für die Zukunft können, ein gutes Asset, wenn man einen guten Riecher hat. Und er hat beispielsweise vor 7 Jahren schon darauf hingewiesen, dass sich da in der Russischen Föderation etwas zusammenbraut, dass also die Militärfähigkeiten dort
aufgestockt werden und das nicht ohne Grund geschieht. Und bei unserer letzten Veranstaltung im Sommer 2020, als es um die Verteidigung der baltischen Staaten und des Sobalki Gap ging, hat er auch die zentrale Bedeutung der Logistik hervorgehoben. Und zuletzt in Interviews mit Christian Amanpour einmal das Scheitern der Belagerung von Kiew recht früh vorhergesagt und auch jetzt wieder mit der, dem Selbstbewusstsein des Fachmanns gesagt, dass die Russen auch im Spätsommer dieses Jahres in der Ukraine im Donbass scheitern werden, sofern wir die Ukraine weiterhin unterstützen. Ich hoffe, dass er auch in diesem Fall richtig liegt. Ja, und damit unsere PS-Boliden auf dem Panel auch die Spur halten können, haben wir als Moderator Dr. Markus Pindur vom Deutschlandfunk hinzugebeten, den heutigen Abend zu moderieren. Dr. Pindur berichtet für den Deutschlandfunk zur Sicherheitspolitik, war auch bis 2016 Korrespondent in Washington, bringt also auch alles mit, was wir brauchen, um unser transatlantisches Expertenduo durch den Abend zu führen. Meine sehr geehrten Damen und Herren, Sie können über die F&A-Funktion Ihre Fragen in das Tool eingeben und wir werden versuchen, sie im Laufe des Abends aufzugreifen. Das ist aber vermutlich nicht bei allen Fragen möglich, einfach weil es viele sein wird und die Zeit knapp ist. Dann noch ein kurzer Veranstaltungshinweis. Ein weiterer Dr. Frank Sauer, den ich ja kurz eben schon erwähnt habe, wird kommende Woche am 23.05. im Gespräch mit dem Journalisten Werner Schwierike für uns die Grammatik der nuklearen Abschreckung durchdeklinieren. Ist ja häufiger im Gespräch. Müssen wir jetzt quasi alles tun, weil die Atombombe im Hintergrund ist? Nein, nicht verzweifeln. Wir haben schon einen ganzen Kalten Krieg mit atomarer Bedrohung überlebt. Aber dennoch ist es gut, sich nochmal in Erinnerung zu rufen, wie funktioniert Abschreckung, wie funktioniert politische Entscheidungsfindung unter dieser Bedrohungslage und wie lernen wir wieder mit der Bombe zu leben auf gut Deutsch. Nun aber soll es erst einmal um die kurzfristigen und mittelfristigen Beiträge Deutschlands für die europäische Sicherheit gehen. Ich bin, wie gesagt, unglaublich froh, dass wir heute Abend alle zusammen sind. Noch einmal mein Dank an das gesamte Panel und auch an Dr. Sirakow von der Atlantischen Akademie. Und Dr. Pindur, ich übergebe Ihnen das Wort und wünsche uns allen einen erkenntnisreichen Abend. Schönen Dank, Herr Walz. Vielen Dank für die Vorstellung. Ich freue mich sehr auf die Veranstaltung und auf den regen Austausch heute Abend. Wir werden uns im Wesentlichen darüber unterhalten, welchen Anteil Deutschland eben an einer verstärkten Abschreckungsstrategie haben sollte und welche politische Rolle Deutschlands künftig auch erwartet wird von unseren Nachbarn. Ich möchte nur an das Wort des ehemaligen polnischen Außenministers erinnern, dass die Vorstellung, dass Deutschland sich raushält, ihm noch sehr viel unangenehmer ist als alle anderen Funktionen, die Deutschland in Europa haben könnte. Also wir müssen uns Gedanken darüber machen, nicht ob wir uns anders aufstellen, sondern wie wir uns anders aufstellen. Und ich möchte nacheinander unsere beiden Panelisten einfach mal in einer Eröffnungsrunde die gleiche Frage stellen. Nämlich, wenn Sie mal reflektieren, die letzten 8 Wochen, 9 Wochen, 10 Wochen, was haben Sie seit dem Beginn des Krieges gegen die Ukraine gelernt? Welche Überzeugungen, die Sie schon vorher hatten, haben Sie bestätigt gefunden? Und wo haben Sie umdenken müssen? Fangen wir mit Frau Franke an. Ja, vielen Dank und einen wunderschönen guten Abend auch von mir. Gott sei Dank wussten wir, dass diese Eingangsfrage kommt, weil das ist in der Tat eine Frage, über die es sich nachzudenken lohnt. Ich würde genau drei Punkte machen, beginnend mit so ein bisschen meinem Herzensthema und Forschungsthema, dann was Grundsätzlicheres Geopolitisches und dann, wir wollen ja über Deutschland reden, spezifisch nochmal zu Deutschland. Das Nerd-Research-Thema von mir sind, wie vielleicht viele hier auch wissen, die Drohnen, wurde auch in der Anmoderation schon gesagt, und vielleicht drei Sätze dazu und der Rolle der Drohnen im Ukraine-Konflikt. Ich würde sagen, was wir gesehen haben, ist, dass Drohnen zwar relevant sind, aber nicht der Game-Changer. Also wir sehen Drohnen auf beiden Seiten, allerdings insbesondere auf der ukrainischen Seite.
Wir sehen militärische Systeme und zivile Systeme, also wirklich Systeme, die Sie und ich bei mir ja mal kaufen können, werden da eingesetzt für Überwachung, für Aufklärung, um dann auch später Angriffe zu leiten. Diese Drohnen sind auf jeden Fall relevant, weil sie eben diese lange Aufklärungsleistung geben, lange in der Luft bleiben können, weil sie auch einfach in einem Land wie der Ukraine, das natürlich auch mehr begrenzte luftgestützte Fähigkeiten hat, einfach nochmal mehr in der Luft befindliche Systeme gibt. Was wir auch gesehen haben, ist, es kommt sehr darauf an, wie man sie nutzt. Und die Ukraine ist dabei, neue Arten und Weisen zu entwickeln, wie man solche Drohnen in militärischen Einsätzen einsetzen kann. Das ist extrem interessant. Was hat mich daran überrascht oder auch nicht? Was mich überrascht hat in dieser Thematik, ist, dass die Russen schwächer sind in dem Bereich, als ich jetzt so gedacht habe. erwartet hätte. Es ist bekannt, dass, also das ist bekannt, aber ich wusste, dass die Russen im Vergleich zu anderen Militärs, was die Drohnen angeht, relativ spät erst investiert und sich da engagiert haben. Also die Sowjetunion war relativ stark. Russland hat das lange verschleppt, das Thema, und erst in den letzten paar Jahren sich da so reingehangen. Aber sowohl was die eigenen Drohnenfähigkeiten angeht, als auch die Drohnenabwehr, hat Russland sich nochmal schlechter geschlagen, als ich jetzt mal so erwartet hätte. Das hat mich etwas überrascht. Was mich nicht überrascht hat in der Thematik ist, dass wir diese zivilen Systeme auf dem Schlachtfeld sehen. Das ist sehr spannend, aber ja, das war so ein bisschen abzusehen, dass quasi Drohnen, die ursprünglich eine rein militärische Fähigkeit waren, dann die Entwicklung ins Zivile gemacht haben, dass sie jetzt wieder auf das Schlachtfeld zurückkommen. Das ist in der Tat sehr, sehr spannend. Und überrascht hat mich dann auch wiederum nicht diese sehr sensationistischen Überschriften, die alle immer sagen, so Drohnen entscheiden den Krieg und das ist jetzt irgendwie so der Gamechanger. Das hören wir immer sowas, aber es ist ziemlich schwierig zu sagen, das eine System gewinnt hier den Krieg. Das würde ich nicht unterschreiben. Das war der erste Punkt. Der zweite, ein grundsätzlicher geopolitischerer Punkt. Was wir aktuell sehen und erleben, ist, dass sich gerade geopolitisch sehr viel sehr schnell ändern kann und dass das dann auch langfristig großen Einfluss hat. Was meine ich damit? Naja, also erstmal die Beziehung zu Russland, also die Beziehung des Westens und Europas und Deutschlands zu Russland hat sich grundsätzlich geändert und das wird jetzt auch nicht in ein paar Wochen wieder anders, egal wie der Krieg ausgeht, will ich fast sagen. Schweden und Finnland treten, soweit wir das wissen, wenn die Türkei nicht tatsächlich blockiert, demnächst der NATO bei. Das ist auch, also ich meine, das ist jetzt eine Reaktion darauf, aber die sind dann 31. und 32. Mitglied der NATO und das wird eben auch einen langfristigen Einfluss haben. Und natürlich Deutschland, 100 Milliarden für die Bundeswehr. In einer Rede, in einer halben Stunde räumt der Bundeskanzler haufenweise sicherheitspolitische Themen ab, über die Leute, wie ich, seit 10 Jahren diskutieren, von F-35, der nuklearen Teilhabe, die bewaffneten Drohnen, das ging alles irgendwie dann machen wir. Große Entwicklung, schauen wir mal, ob es auch wirklich alles gemacht wird, aber da hat sich auf jeden Fall sehr viel getan. Und eben auch, dass in Deutschland jetzt plötzlich über sicherheits- und verteidigungspolitische Themen so viel diskutiert wird, da gibt es jetzt so ein großes Interesse, das habe ich in den letzten Jahren jetzt auch nicht so überlegt. Hat mich das überrascht? Nein. Aber man muss es sich halt doch immer wieder bewusst machen. Und ich würde sagen, gerade die Deutschen und gerade meine Generation, die sind es so nicht gewöhnt, durch geopolitische Entwicklungen zu leben, also sie zu erleben. Wir sind so gewöhnt, dass irgendwie nichts passiert und irgendwie alles weiterläuft und dass so die großen Bahnen sich nicht ändern. Ich glaube, gerade wir als Deutsche und wie gesagt, vielleicht gerade noch so die Post-1989-Generation, muss ich eben immer wieder bewusst machen, dass die Geschichte nicht aufgehört hat und dass es eben geopolitische Entwicklungen gibt. Und dann ganz schnell zuletzt, als letzter Punkt noch zu Deutschland. Und das hat mich dann doch überrascht und ein bisschen besorgt gemacht und macht es nicht immer noch, wie viel Misstrauen unsere Verbündete Deutschland gegenüberbringen. Wir haben das schon vor Kriegsbeginn, also vor dem 24. Februar gesehen, wo ich wirklich Anrufe hatte aus dem Senat der USA, natürlich nicht von den Senatoren, sondern von den Mitarbeitern, die gesagt haben, was macht denn Deutschland? Wieso stellt ihr euch da so quer bei der Politik gegenüber Russland? Was ist dann da los? Und seitdem hat sich das nicht verbessert. Es gibt nicht nur in Washington, gerade natürlich auch in den baltischen Ländern, in Polen etc. wirklich wahnsinniges Misstrauen und Vorbehalte gegenüber Deutschland. Und was ich besonders erstaunlich finde, ist, dass ich den Eindruck habe,
in Berlin kommt das gar nicht so richtig an. Also jedes Interview, das Olaf Scholz gibt, das ich sehe, da sagt er, nee, unsere Verbündeten vertrauen uns und das ist überhaupt keine Frage und wir machen das alles gemeinsam mit den anderen. Das ist nicht die Perzeption, die ich habe. Das ist nicht, was bei mir ankommt und anderen irgendwie Experten und Leuten, die sich damit beschäftigen. Und das ist, glaube ich, was, wo wir echt sehr vorsichtig sein müssen. Ja, deswegen würde ich abschließen mit, ich glaube, die Verbündeten werden und sind doch sehr ungeduldig, was die deutschen Aktionen irgendwie angeht und zunehmend auch ungehalten. Und das, ja, dem müssen wir sehr schnell begegnen. Vielen Dank bis hierhin. Das waren ja viele Punkte, über die man später auch noch sprechen kann. Wunderbar, vielen Dank. Ich kann auch nur bestätigen, dass ich als sicherheitspolitischer Korrespondent auch gemerkt habe, dass meine Expertise in meinem eigenen Haus mehr gefragt wird, als das vorher der Fall war. Vorher galt ich eben auch als so ein Nerd und so einer, der in veralteten Kategorien denkt und der sich da an so einem komischen transatlantischen Verhältnis festhält. Naja, das hat man gesagt, das ist aus seiner persönlichen Biografie zu erklären, hat in den USA studiert und für den Kongress gearbeitet. Aber ich habe dann auch eben andersherum erlebt, was fand ich sehr ermutigend, ganz kurz noch, dass dann viele Leute zu mir gekommen sind. Viele meiner Kollegen sind zu mir gekommen und haben gesagt, in den letzten 3 Monaten tatsächlich, haben tatsächlich gesagt, Markus, wir haben immer gedacht, du bist ein sympathischer Spinner. Aber im Prinzip hattest du recht. Das heißt, ich will nicht ausschließen, dass in Deutschland ein Lernprozess stattfindet. Jetzt möchte ich übergeben zu unserem Gast Ben Hodges. Schön, dass Sie bei uns sind. Wie sehen Sie das denn? Was ist Ihnen aufgefallen? Welche 3 Dinge kommen Ihnen direkt in den Kopf, wenn Sie über die letzten 3 Monate nachdenken? So, greetings everyone from Bucharest. This is a huge privilege for me to participate tonight. I live in Frankfurt, but I still speak German as if I was 5 years old. So I apologize that I must go through a Dolmetscher this evening. So the topic tonight is very important to me because Germany is the most important ally for the United States. Not always our favorite. It's not always a perfect relationship. But if you think strategically, Germany is the most important ally for the United States. It's because of its moral authority it has accumulated. It's because of its economic power, because of its geography that allows the United States to do so many different things. And so this is why my president took political risk last year under pressure from the US Congress to repair the relationship with Germany that had been so damaged during the Trump administration. But of course, as a result, he has high expectations that Germany will lead inside Europe. Now, I think most Americans are a little surprised, a little bit frustrated, a little confused at why Germany seems so reluctant to take a more active leadership role. I hear from German friends, I hear from my German wife's family, everybody, well, it's our history, you don't understand all these different things. Of course I understand the history and I can appreciate all that. But it seems to me that Germany, I'm saying this as an American who lives in Frankfurt, but still an outsider, that Germany is confused about itself, that you don't know what role you should play in the world. There's a reluctance to talk about leadership. There's a reluctance to be more active in putting forth, this is what we're going to do. I think Germany, in a strange way, lacks self-confidence about itself. It's almost as if you don't trust yourself to have a strong military, a strong foreign policy, and to be the example. This is what the United States needs from our German ally. This is what I think Europe needs from our German ally. Let me talk specifically about Ukraine now for just the last couple of minutes. Russia has already lost. No matter what happens in the next few months, Russia has already lost. Every objective that the Kremlin put forward
they have failed to achieve. Sweden and Finland are applying officially to join NATO. So the one thing that President Putin said he wanted to prevent, he has actually created because of this unprovoked attack on Ukraine. It was very important that our defense minister, Secretary Austin, said that we are going to help Ukraine win. I was in Iraq and Afghanistan over the last 20 years. Not one time did any American president ever say we're going to win. This is so important when the administration puts a specific objective to win. Soldiers do better and we apply resources in a much better way. What does win mean? It means that Russia is out of all Ukrainian sovereign territory. That's what win means. Now, it's not going to happen overnight, but I do believe that the Russian forces are going to culminate, that they're going to collapse by August, and that Ukrainian forces will go over to the offense, and that they will push Russian forces back to the line of 23 February. And then over time, if we remain committed, then Russian forces will leave Crimea and Donbass. So it's two parts. The third point, and I'm sure this will come up in the question, so I won't go into it too much, but of course the concern is about what will Putin do? He's not going to surrender. What happens as this Russian forces collapse? What will he do? Will he use a nuclear weapon? I always take these threats serious. He is brutal. He does not care about human life, but he is not crazy. He is not wahnsinnig. He will not, I do not believe that he will use nuclear weapons in any circumstance as long as the Russian state itself is not threatened. There's zero battlefield advantage. There's no good thing that comes out of for Russia if they use a nuclear weapon. It would be impossible for the United States and other allies to stay out of this if he uses a nuclear weapon. And so, but if he does, the response will not necessarily be a nuclear response. I would predict it would be a non-nuclear response, but still one that would devastate Russian land forces and the Black Sea Fleet inside Ukraine. So I'm optimistic, no nuclear weapon, Ukrainian sovereignty eventually restored, and democracy is defended, and the Gesamte Europäische Friedensordnung is restored. Germany has a key role in this. Vielen Dank, Ben Hodges, für diese Einschätzung zunächst einmal. Jetzt möchte ich mal, es soll ja heute besonders um das gehen, was Deutsche, das Deutschland tun muss, zu sprechen kommen darauf, welchen Beitrag denn Deutschland leisten kann. Ich habe den Eindruck, man verzettelt sich hier in einer unnötigen Debatte. Das liegt zum Teil an der zögerlichen Haltung des Bundeskanzlers, habe ich den Eindruck, ob man nun Marder liefert und mit welcher Munition und ob man die Flugabwehrpanzer liefern kann und ob die überhaupt Munition haben und warum jetzt noch 100 Leopard 1 Panzer irgendwo in einer Garage stehen und nicht angeliefert werden können und ob das Verhalten des ukrainischen Botschafters angemessen ist oder nicht. Da sind viele Debatten, die dann immer etwas ergebnislos bleiben. Was, Frau Franke, sollte denn Deutschland jetzt konkret tun? Was wird auch erwartet von uns? Aber zunächst einmal, was können wir leisten? Was glauben Sie? Also ich stimme Ihnen bei, was diese Verzettelung angeht. Und wir hatten absurde Diskussionen, also sowohl was den ukrainischen Botschafter angeht, auch dann diese Geschichte, fährt Bundespräsident Steinmeier in die Ukraine oder nicht? Und ist das jetzt irgendwie in Ordnung, dass der quasi ausgeladen wurden als sowas absolut nicht hilfreich? Insofern wäre auch quasi eine der ersten Sachen, die ich sagen würde, was Deutschland auf jeden Fall besser machen muss, ist einfach mal seine Position zu kommunizieren. Also ich bin weiß Gott kritisch, was gewisse Sachen angeht, komme ich gleich zu, aber besonders kritisch bin ich eigentlich darüber, wie schlecht diese Bundesregierung das, was sie gemacht hat und
wofür sie eigentlich steht, kommuniziert hat ins Ausland. Weil an sich, es wurden ja Waffen geliefert, es gibt unglaubliche, auch wirtschaftliche, also finanzielle Unterstützung. Natürlich unterstützt Deutschland die Ukraine politisch, all das. Und ich fand, das wurde so schlecht kommuniziert, dass man manchmal wirklich den Eindruck hatte, irgendwie Deutschland ist da, steht da ganz besonders auf der Bremse. Und das würde ich jetzt wiederum auch so nicht sehen. Der zweite Punkt wäre allerdings tatsächlich, Deutschland muss vor allen Dingen aufhören zu bremsen. Also ich fand es wirklich eine absurde Situation, dass so häufig irgendwie der Bundeskanzler insbesondere sowas gesagt hat wie, wir sollen keine Alleingänge machen, deswegen sind wir so zögerlich, wir wollen keine Alleingänge machen, wir wollen immer mit den Alliierten zusammengehen. Und das war immer in der Situation, wo die Alliierten schon lange irgendwie losgelaufen waren und Deutschland den Alleingang gemacht hat, indem es quasi hinten gebremst hat. Und das fand ich ganz seltsam. Insofern würde ich sagen, ja genau, keine Alleingänge, aber das bedeutet in dem Fall eben nicht alleine vorschreiten, sondern eben einfach nur nicht alleine irgendwie auf der Bremse stehen, was teilweise Sanktionsdiskussionen angeht, aber eben vor allen Dingen auch Waffenlieferungen und anderes. Ich muss inzwischen tatsächlich sagen, ich bin irgendwie nicht mehr so richtig davon überzeugt, dass Deutschland wirklich bereit ist für eine geopolitische Führungsrolle in Europa. Also das klingt ein bisschen traurig und wir erzählen eben seit ganz vielen Jahren, dass das eigentlich so sein müsste, aber irgendwie, also so richtig sehe ich es nicht, dass das jetzt kommt. Im Übrigen auch nach Umfragen, wir haben bei ICFA, wo ich arbeite, auch einige Umfragen gemacht, die das auch so ein bisschen zeigen, dass Deutschland zwar viel zugetraut wird, irgendwie wirtschaftlich, aber wenn es darum geht, geopolitisch gegenüber Russland, aber auch gegenüber China irgendwie aufzutreten, da gehen die Zutrauensraten oder die Trust Rates massiv runter. Insofern, ich bin da tatsächlich relativ ambitionslos geworden und würde deswegen sagen, weniger bremsen, besser kommunizieren, was man macht und dass man es macht. Und Führungsrolle weiß ich nicht. Vielleicht muss man eben eingestehen, dass Frankreich und Macron da größere Ideen hat, nicht, dass das jetzt irgendwie alles gut ist, aber also irgendwie, wenn man das selber nicht machen kann, dann hilft es vielleicht auch nicht. Aber ich glaube, Ben ist da noch überzeugt davon, dass Deutschland da mehr leisten kann. Fragen wir ihn doch einfach mal, Herr Hodges. Ein amerikanischer Präsident, das war der Bush Senior, sprach dann 1990 mal davon, dass er Deutschland als Partner in Leadership betrachte. Glauben Sie, daraus wird noch was? Yeah, absolutely. There are so many intelligent, educated, confident Germans that I know from my years in the army and now the 4 years I've lived in Frankfurt. So that's why I'm confident that eventually Germany will rediscover its self-confidence. And I think Ulrika makes an excellent point. The most German people and most Americans and others have no idea of all the positive things that Germany does. Germany was the third largest troop contributor in Afghanistan. Nobody knew that. And Germany was the first nation to deploy the Enhanced Forward Presence Battle Group after the Warsaw Summit in 2016, the first one. That was huge. I talked to a group of German university students at the Goethe-Uni last year. They had no idea. They didn't even know that German soldiers were deployed to Lithuania as part of a NATO mission. And these were students in a foreign relation, in an international relations class, and they had no idea. And then I think Ulrika is exactly right. This, all the momentum, all the positive feelings that came out of the Zeitenwende, the announcement of the 100 Milliarden and the 2% and all that was immediately wasted or lost because of the mixed messages that came out about what should Germany do about Ukraine. These got mixed together, talking about 5,000 Gefechtsheim, it made no sense. And then the discussion about the martyrs, whether or not to deliver armored vehicles to Afghanistan, there's actually a very good reason why Germany can't do that. The numbers that came from the Bundeswehr, I completely trust those numbers. The problem
is that every day in inside 1 week, there was a different explanation. Oh, the Ukrainians will never learn how to use this, or we need them for our NATO mission, or we don't have any. And so because you get a different explanation every time, people get frustrated and you don't have any confidence in what you're hearing. Actually, what the Bundeswehr said about the martyrs is that they have enough to equip 4 of the 9 Panzergrenadier battalions. Germany is in the process of transitioning from the Marder, which is old technology, to the new technology, Puma. So 4 battalions still have Marder. 1 battalion has Puma. The other 4 battalions do not have anything because the Puma, the transition is not ready yet. And yet Germany must fill requirements for NATO. So the Bundeswehr was correct when they said, we don't have martyrs to give up. And of course, because of the transition from one technology to a new technology, there's no supply chain to do repairs on the old martyrs. So they have to cannibalize to use the vehicles to repair the ones that they still have. Now, the political side is different. The political side could say, we could ask NATO, if we really wanted to give 1 battalion of Marder to Ukraine, we could go to NATO and say, if you relieve us of this mission, then we can provide Marder. But that's a political decision. That's not a decision for the Bundeswehr. This is what I mean by lack of self-confidence, that you can't speak clearly, decisively, this is what we're going to do. This is why it's important. Now, again, as an outsider, I don't claim to be an expert on the Deutsche Grundgesetz, but I do know that human dignity is the very first part, the priority in the German Constitution. To me, it is so obvious that if this is the priority for German people, how in the world can you not boldly and decisively step forward and say, what's happening to Ukrainian people, a young democracy, not a perfect democracy, but a young democracy, why would we not do everything possible to defend that? This is what I think is missing. Vielen Dank für Ihre Worte, Ben Hodges. Sie sind ein guter Freund Deutschlands, auch wenn Sie kritisch analysieren. Kann es sein, Ulrike Franke, dass Ben Hodges so ein guter Freund ist, dass er teilweise übersieht, dass es sich nicht nur um Kommunikationsfehler handelt und mangelndes Selbstvertrauen, sondern tatsächlich um eine politische Einstellung, die dahinter steht, dass nämlich der Bundeskanzler und die SPD versuchen, sowohl das eine zu tun, aber eben nur halbherzig, ohne das andere ganz zu lassen. Also, dass man versucht, sich daraus zu lavieren und nicht vollen Herzens in diesen Unterstützungsmodus zu gehen. Man sieht ja, dass es in der Koalition tatsächlich schon zu Schwierigkeiten geführt hat. Grüne und FDP sind ganz anderer Ansicht und kommunizieren auch anders, als das der SPD-Bundeskanzler tut. Was meinen Sie dazu? Ja, halte ich für eine gute Arbeitshypothese, sagen wir es mal so. Also ich bin teilweise so ein bisschen ratlos, insbesondere auch deswegen, weil, wie Sie angesprochen haben, unterschiedliche Teile dieser Regierung auch unterschiedlich gut und klar kommunizieren. Also ich habe auch den Eindruck, dass die Grünen insbesondere, also gerade eben Minister Habeck und Ministerin Baerbock, relativ gut zumindest nach innen die Dilemmata diskutieren und eben klar machen, warum manche Sachen schwierig sind und so weiter, und da so ein bisschen auch die Bevölkerung mitnehmen, was ich für unglaublich wichtig halte, weil eben unsere Bevölkerung auch sehr viel eben geopolitisches und sicherheitspolitisches Verständnis fehlt und es tatsächlich einfach wichtig ist, das zu erklären. Und teilweise wird dann das, was ja da von den Grünen Ministern recht gut und irgendwie überzeugend erklärt wird, von
vom Bundeskanzler so ein bisschen wieder eingerissen. Und ich kann das gar nicht, ich verstehe es ehrlich gesagt auch gar nicht. Es gibt auch im Chat die Frage, so wird denn, haben die irgendwie schlechte Berater und wissen die das alles nicht? Und ich kann auch nur sagen, kann ich mir irgendwie nicht vorstellen. Also die Überlegung, dass ich als irgendwie auch Beobachterin von außen jetzt irgendwie mehr weiß als die Berater im Bundeskanzleramt, ist doch absurd. So. Insofern, ich frage mich, ob das so ein bisschen eben entweder Taktik ist, dass man manche Sachen auch einfach irgendwie nicht zugibt, dass man sie weiß. Oder aber, und das war ja so ein bisschen mein zweiter Punkt im Eingangsstatement, dass vielleicht auch der Bundeskanzler denjenigen angehört, die eben noch nicht so richtig verstehen wollen und können, dass sich gewisse Dinge wirklich fundamental geändert haben. Und vielleicht gibt es eben doch so diese Hoffnung, naja, das ist jetzt alles ganz schlimm, aber irgendwie, wir kommen wieder in diese Normalsituation zurück mit, weiß ich nicht, irgendwie einem okayen Verhältnis mit Putin und Russland und Wandel durch Handel und all sowas, dass man das irgendwie noch nicht so richtig aufgegeben hat. Und ich kann das emotional irgendwie nachvollziehen, weil es wahnsinnig schwierig ist, irgendwie Überzeugungen über Bord zu schmeißen und sich klarzumachen, dass irgendwie die Welt, wie man sie gesehen hatte, so nicht mehr gibt. Aber sollte man und müsste man. Und ich dachte eigentlich mit der Zeitenwende-Rede, das war dann eben so dieser Moment, diese Hauruck-Rede, dieses jetzt hat sich alles geändert und ich habe es verstanden. Aber irgendwie, ja, so richtig ist es vielleicht doch noch nicht der Fall. Aber ich muss zugeben, ich habe da auch so ein bisschen ein großes Fragezeichen und kann es auch nicht so genau beantworten. Ich glaube, das kann man nur verstehen, wenn man sich die innere Situation der SPD vor Augen führt. Die Lernkurve bei den Grünen war enorm steil, wie wir alle festgestellt haben. Und dafür sind sie auch bei den Wahlen in Nordrhein-Westfalen unter anderem auch belohnt worden. Da sieht man auch mal, dass klare Kommunikation und öffentliches, werteorientiertes Auftreten und eben Erklären auch etwas nützt. An unsere Zuschauer. Wir haben ja schon eine ganze Reihe von Fragen. Ich bitte um Verständnis, dass wir nicht alle aufgreifen können. Aber ich habe jetzt mal zwei rausgenommen. Einmal von Winfried Bergmann die Frage, warum muss Deutschland eine geopolitische Führungsrolle übernehmen? Wäre es nicht besser, in einem Verbund mit mehreren europäischen Ländern gemeinsam vorzugehen? Mir ist diese Diskussion viel zu martialisch. Ben Hodges, was würden Sie darauf antworten? So we know from history, and I respect the question. I think I understand it. And certainly my older German friends that were children of the war, you know, that they have a memory of their houses being destroyed by the Allied bombing in Berlin, or having to escape Görlitz from the Red Army in 1945. So I can understand and respect why people would be very uneasy about this. But I also think that for the first time in history, Germany has only friends on every border. There's no enemy or potential enemy anywhere on Germany's border. And so in the last several years, Germany got very comfortable. You had people became wealthy. You have a wonderful social system, which is the envy of many other countries of the world. And that's possible because you don't have to spend, or you're not spending money on defense like most everybody else is. And I think that we know from history, from thousands of years of history, that the best way to prevent conflict is to show that you are prepared for conflict. And what are we doing right now? The collective we, did nothing after Russia invaded Georgia. We, led by the United States, failed to respond when the Syrians under Assad, with the support of Russia, used chemical weapons against their own people. We did nothing. Even though President Obama said there was a red line, we did nothing. And then the Russians invaded Crimea in 2014, a European country. And we did nothing. There were some minor sanctions, but those were a joke. That did nothing to change behavior. So here we are now in a war on the European continent where thousands of innocent people are being killed intentionally, not accidents. We make accidents.
Russians are targeting, murdering innocent people, European country. And we were too slow to respond because of this past 20 years of appeasement, of hoping that, oh, you know, we don't want to provoke Russia. Everything they've done was unprovoked. So this is, if somebody thinks that I'm being too martial, it's because I care about protecting innocent people. Wie das alte lateinische Sprichwort sagt, si vis pacem, para bellum, wenn du den Frieden willst, bereite dich auf den Krieg vor. Das ist eine böse Realität und die hat uns Putin wieder ins Gedächtnis gerufen. So viel zu dieser Zuschauerfrage. Vielen Dank, Herr Bergmann. Ich habe jetzt eine Frage, die vielleicht Ulrike Franke beantworten kann, und zwar von Markus Schäfer, der sagt, zur Grundfrage, ob eben Deutschland mehr tun sollte, frage ich mich, was denn Deutschland tatsächlich mehr tun kann. Die Rüstungsindustrie ist mit ihren kleinen Kapazitäten doch ohnehin auf Jahre ausgelastet und von Bundeswehrbeständen ist mal ganz zu schweigen. Ja, das ist sicherlich richtig. Insofern muss ich auch sagen, dass was Deutschland tun sollte, eigentlich zum großen Teil tatsächlich auch ist, was Deutschland derzeit tut. Das war ja so ein bisschen mein Punkt mit der Kommunikation. Das ist eben an sich, was Deutschland tun muss, ist sich klar politisch, kommunikativ hinter die Ukraine stellen, wirtschaftlich, finanziell helfen, mit Waffenlieferungen, wo man kann, helfen. Das ist de facto eigentlich, was wir machen. Mit hier Ecken und Enden und dieses Waffensystem und anderes. Aber so ganz grundsätzlich machen wir das eigentlich. Insofern, ich bin auch eigentlich der Meinung, dass wir da so in die richtige Richtung gehen. Das Problem ist nur, dass das so ein Kampf war, da hinzukommen, dass wir quasi die ganzen positiven Aspekte da auch so ein bisschen wieder verspielt haben. Also was eben die Perzeption in der Ukraine und auch bei den Verbündeten angeht. Insofern, ich finde, der Fragesteller hat da durchaus recht, dass es eben auch nur so viel gibt, was wir überhaupt tun können, was natürlich ein Riesenschritt wäre. Und da muss ich ganz ehrlich sagen, das finde ich als Sicherheitspolitikerin sehr schwierig, weil als Sicherheitspolitikerin kann ich quasi die wirtschaftlichen Folgen komplett ausblenden. Das kann Olaf Scholz oder auch Herr Habeck nicht. Aber was natürlich ein Riesenschritt wäre, ist in der Tat das Gasembargo. Ne? Also wir reden ja momentan in der EU über das Ölembargo, wo sich Ungarn wohl noch windet wegen der Abhängigkeiten. Gasembargo ist ja bekannterweise Deutschland eben der größte Abnehmer. Da könnten wir noch mal ein richtiges Zeichen setzen. Aber da kann ich halt auch nur als quasi wirtschaftspolitische oder auch energiepolitische Laie mir die Experten anhören. Die einen sagen, es geht, die anderen sagen, es geht nicht. Das kann ich jetzt schwer einschätzen. Ich kann verstehen, dass die Regierung sich da sehr schwer mit tut, weil das nicht so einfach ist. Ich wollte nur noch mal ganz kurz, weil ich das so wichtig finde mit dem, ist das nicht alles irgendwie zu martialisch? Das höre ich seit vielen Jahren. Jedes Mal, wenn ich irgendwie über Militär spreche, sagt jemand, kann doch nicht sein, warum reden wir denn irgendwie über Militär und müssen wir nicht Diplomatie und Verhandlungen und so weiter und so fort. Was mir wirklich wichtig ist zu betonen, dass diese ganzen Militär- und Waffenlieferungs- und weiß ich nicht was Themen in Deutschland wirklich als allerletztes kamen. Wir haben noch und nöcher es mit Diplomatie und Verhandlungen und Wirtschaft und allen möglichen versucht. Ich weiß nicht, also im Übrigen auch nicht nur die Deutschen, sondern auch die Europäer. Und Waffen und Militär wurde halt für Deutschland echt erst ein Thema. Da flogen die Bomben halt schon in der Ukraine. Also insofern, man kann wirklich nicht sagen, dass irgendwie da großes, eine martialische Diskussion gibt. Das ja, glaube ich, ist einfach nicht angemessen auf der deutschen Diskussion. Ich möchte die Bundesregierung nicht so schnell vom Haken lassen, nach dem Motto, sie tun ja, was sie können und mehr eben nicht. Und darüber hinaus sind wir wirtschaftlich engagiert und leisten Budgethilfe, das ist alles richtig. Aber wir haben da auch noch zum Beispiel 100 Leopard-Panzer stehen, die wir ohne Umschweife innerhalb mehrerer Wochen auch liefern könnten und die nicht aus Bundeswehrbeständen kommen und die nicht die Probleme mit sich bringen würden, wie das eben Ben Hodges erklärt hat mit den Mardern. Und da fragt man sich ja immer wieder, warum passiert da nichts? Da ist es ganz konkret zu sehen.
Und man fragt sich auch immer wieder, auch angesichts der Tatsache, dass der Fraktionsvorsitzende der SPD im Bundestag, Rolf Mützenich, ein ganz schwerer Gegner dieser ganzen Politik ist, da fragt man sich, wird es tatsächlich mit Absicht alles verzögert und verlängert und ist es eben nicht falsch kommuniziert einfach nur, sondern steckt da eine Taktik hinter, immer der Letzte zu sein und immer derjenige zu sein, der am wenigsten Putin konfrontiert, mit Blick auf eine eventuelle spätere Verhandlungslösung mit Putin und dann wieder auf eine Annäherung an die Normalität zu hoffen, wie wir sie vor dem Krieg hatten. Dieser Verdacht drängt sich förmlich auf, wenn man sich die ganze Debatte der letzten Monate anschaut. Ja. Besorgt Sie das nicht viel mehr noch? Also ich teile Ihre Einschätzung. Das erinnert mich so daran, vor dem 24. Februar sprach die deutsche Politik auch immer sehr gerne davon, dass man ja besondere Beziehungen zu Russland hätte, also im Vergleich zu anderen Europäern. Und dass man deswegen besonderen Einfluss eben nehmen könnte auf Putin. Und auch da habe ich schon gesagt, wenn dem denn so ist, dann mach das mal bitte. Weil also das war immer so ein bisschen diese Narrative, so ja, und wir haben Gaspipelines und wir haben irgendwie wirtschaftliche Entwicklung, wirtschaftliche Verbindungen und deswegen können wir da Einfluss nehmen. Und ich hatte immer den Eindruck, also entweder ihr macht es nicht oder aber es funktioniert eben doch nicht. Und es stimmt gar nicht, dass man aufgrund dieser Verbindungen eben Einfluss hat. Und das ist vielleicht jetzt so ähnlich, dass man sich immer noch einredet, man könnte dann eine andere Position einnehmen. Aber ich bin mir, und dafür bin ich jetzt wirklich auch einfach nicht genug SPD-Kennerin für, aber ich habe inzwischen auch so ein bisschen den Eindruck, vielleicht hängt es tatsächlich an gewissen Überzeugungen innerhalb der SPD und das ist, dass sich manche Menschen sehr schwierig tun, verständlicherweise Überzeugungen, die über Jahrzehnte gewachsen sind, mal so kurzfristig über Bord zu schmeißen. Aber das ist eben leider, was passieren muss, wenn sich etwas so fundamental geopolitisch wandelt und es eben so eine neue Situation gibt, dann muss eben Karten neu gemischt und man muss sich eben neu überlegen, wie man sich positioniert und was man macht. Und das fehlt in der Tat. Wahrscheinlich auch deswegen, weil strategisches Denken jetzt wirklich nichts ist, was in Deutschland irgendwie besonders trainiert wurde über die letzten Jahrzehnte, dass das jetzt fehlt, vielleicht nicht erstaunlich, aber mit Sicherheit problematisch. Herbert Klein stellt hier die Frage, wieso stellen Sie Deutschland so in den Mittelpunkt? Entscheidend sind doch die USA. Das ist auf eine Art richtig, auf eine andere natürlich auch problematisch, Ben Hodges, dass die USA immer die Rolle übernehmen müssen für die Europäer insgesamt, nicht nur für die Deutschen, die sie derzeit auch spielen und die sie ja auch im Vorfeld des Kriegsausbruches gespielt haben, diplomatisch. Joe Biden hat es geschafft, alle Verbündeten zusammenzukriegen. Das war eine ungeheure diplomatische Anstrengung. Wir haben die wohl Deutschland und Europa freundlichste amerikanische Regierung, Exekutive seit langem. Und wir sollten uns aber vor Augen führen, dass das nicht immer so sein muss. Und das hat ja Trump gezeigt. Also wie dringend ist es für Deutschland, sich selber zu ertüchtigen und selber selbstständig handeln zu können und sich eben auch verteidigen zu können? Können Sie das vielleicht nochmal grundsätzlicher erläutern? So, I was horrified by the Trump administration on so many different things. The total lack of respect for NATO, the constant public criticism of our ally, and a obvious lack of understanding of the importance of having allies and why we are in Europe, and that the United States, we don't have the luxury just to focus on one threat, China, but that we have to deal with multiple threats because American prosperity is tied directly to European prosperity. And European prosperity depends on European security and stability. So even if not one country paid one euro for their own defense, it's still in the interest of the United States that Europe is stable, secure, and prosperous. Plus the access in Germany in particular, but not only Germany, to have a wonderful Ramstein Air Base and our soldiers in Kaiserslautern and so on, Baumholder and so on.
So the Trump administration really caused damage. And of course, there's the possibility that he or somebody like him could come back. So we have, the United States is vulnerable. We are vulnerable to disinformation. Our people are losing confidence in the Congress. They lose confidence in the Supreme Court now. And so President Biden is working very hard to help restore confidence in these important institutions, these pillars of a liberal democratic society. And obviously, I'm hoping that he is successful. I will say that the effort by him and Secretary Blinken was the best example of American diplomacy I have seen probably since 1995 at the time of the Dayton Peace Accord. I mean, this was the best example of consultation working with allies, where the priority was to build cohesion between US, Germany, UK, France, Netherlands, Italy, Poland, Norway, everybody. And I think the Kremlin was surprised by this. I think they did not expect Germany and the US to be so close and working together in the last months. And of course, they're going to do everything they can to break that apart, to put pressure. I mean, you know, in the US, there are millions of Americans that watch Fox News that openly ask the question, why do we care about Ukraine? So they are illiterate in terms of understanding strategy and policy. So we are in a conflict. So if I'm critical of Germany, I'm not unaware of the problems that we have in the United States. Mm-hmm. At the end of the day, it's going to take both together. Exactly what the President George H.W. Bush said, partners in leadership. This is what he was talking about. And President Gauck, I heard President Gauck just a few years ago, he said, friends have higher expectations of friends, when he was unhappy with the U.S. about some things that we were doing. I'll never forget him saying that. Darf ich die Frage noch aus deutscher Perspektive beantworten? Ja, ne, bitte. Ganz kurz, weil ich würde halt zwei Antworten darauf geben, warum reden wir über Deutschland und ist nicht eigentlich die USA relevanter. Also erstens, ganz grundsätzlich müssen wir natürlich als Deutsche und als deutsche Gesellschaft viel mehr darüber reden, was wir eigentlich können und können wollen, was unsere eigene Verteidigung, unsere eigenen militärischen Fähigkeiten, unsere eigenen Abschreckungsfähigkeiten angeht. Also es ist ja unglaublich gefährlich, ehrlich gesagt, zu sagen, das machen irgendwie andere für uns, selbst wenn das der Fall ist. Aber das kann ja irgendwie nicht sein, dass wir sagen, wir sind eine der größten Volkswirtschaften der Welt, eines der also mit auch stärksten Länder, das größte Land innerhalb Europas. Und dann sagen wir, naja, das ist ja eigentlich alles ein bisschen irrelevant, geopolitisch, Militär, das überlassen wir alles irgendwie den amerikanischen Verbündeten. Also das finde ich schon mal grundsätzlich einfach einen problematischen Ansatz. Aber auch die USA haben ja eigentlich jedes Interesse, sich von dieser russischen Thematik und so in gewisser Weise auch von Europa wegzuorientieren. Also das soll nicht heißen, dass irgendwie morgen die USA abziehen und Leute wie Ben sind ja auch sehr, sehr dabei, eben immer das Argument zu machen, dass die USA eben nicht sich irgendwie aus Europa komplett zurückziehen können. Aber was natürlich ganz klar ist, ist, dass die Amerikaner viel mehr ihr Augenmerk in Richtung China und Indo-Pazifik legen und eigentlich überhaupt keine Lust und kein Interesse haben, sich mit Russland auseinanderzusetzen. Und ich könnte mir auch vorstellen, also gerade jetzt, wo das russische Militär sich ja bisher echt mäßig geschlagen hat militärisch, das bedeutet nicht, dass da nicht trotzdem leider Tausende, Zehntausende Menschen sterben, aber militärisch sind die ja jetzt wirklich schwächer, als wir alle gedacht hatten, dass in einiger Zeit eben die USA auch sagen, Europa, da werdet ihr auch alleine mit fertig, macht mal eure eigene Abschreckung selber und dann stehen wir da. Also das wäre so meine Antwort, auch einfach aus einer deutschen Perspektive. Mhm. Es gibt auf beiden Seiten des Atlantiks Transatlantiker und Leute, die in Bündnissysteme vertrauen und an sie glauben und in sie investieren möchten im Sinne der internationalen Sicherheit. Und es gibt auf beiden Seiten des Atlantik
Leute, die ich mal einfach mal grundsätzlich unter dem Begriff Isolationismus zusammenfassen will. Das wird wohl weiterhin auch ein Kampf werden. Frau Franke, Sie haben jetzt gerade auf China hingewiesen und dass die USA ihr Spielbein nach Asien verlagern. Da möchte ich noch einmal eine Frage an Ben Hodges richten und die hat Sam Denny hier gestellt. Der sagt, wenn man für Deutschland keine geopolitische Führungsrolle in Europa erwarten soll, wie könnte denn sonst eine zukünftige deutsche Außenpolitik aussehen? Können Sie sich das vorstellen? Ohne eine deutsche, wie auch immer geartete Führungsrolle, eventuell in europäischer Kooperation, aber wird es das geben können, diese Führungsrolle, diese geopolitische? Frau Franke hat ja auch eben gesagt, sie kann sich schwer vorstellen überhaupt, dass Deutschland so eine Rolle annimmt. Well, this is why the Biden administration has put so much emphasis onto repairing the relationship with Germany, because we also cannot imagine a Europe where Germany just sits on the sidelines as a Zuschauer instead with, I mean, think of the hypocrisy. Think of the hypocrisy. After the war, Germans have done more to atone for their history or to try and repair damage. I mean, everywhere I turn, I see the Stolpersteiner all around Frankfurt, where I live, constantly the talk about the Holocaust. And so never again, all of these things. And so that Germany has earned a moral authority because of the last 70 years. No other army in the world has a Zentrum für Innere Führung. Nobody has that. This is unique to the Bundeswehr. So, and you talk about European values, and Germany is the champion of European values. So this is the expectation. And I think there is a large degree of hypocrisy now in Germany where people talk about this, and we can't give weapons to Ukraine because we don't want to cause a provocation. And then there's a law against giving weapons to a combat zone. But for some reason, there was no problem with selling weapons to Egypt and who's fighting a war against Yemen and providing huge amounts of weapons in other countries. So it seems like a hypocrisy that you don't want to provoke or do anything that would spoil this very, very lucrative relationship with Russia. And so the danger is that Germany loses credibility, that after a while, Poland, Greece, other countries in the EU become a little bit weary of lectures about values from Berlin. Zum Schluss, ich merke schon, wir haben die ganze Zeit viel über Mentalitäten geredet, viel über darüber, welches Bewusstsein sich da noch ändern soll. Und dahin gingen auch viele Fragen aus dem Publikum, die noch unsicher sind über das, was da auf uns zukommt in Zukunft. Ich möchte jetzt mal zu einer ganz prosaischen Sache zurückkommen. Heute erscheint die uns prosaisch. Vor 3 Monaten war das eine Revolution. Der Bundeskanzler hat 100 Milliarden Euro angesetzt für die Bundeswehr, ein Sondervermögen. Er hat angekündigt, dass wir über 2% unseres Bruttosozialproduktes in Zukunft zahlen werden für unsere äußere Sicherheit. Ist das genug oder ist es eher ein guter Anfang? Ich bleibe jetzt mal bei Ihnen, Ben Hodges, und dann komme ich gleich zum Schluss zu Ulrike Franke mit ihrer Bewertung. So I think this decision was made by the Bundeskanzler
as a result to repair the shortcomings from the past 15 years. So the 100 milliarden is to catch up. I have a friend, he's a young soldier in the Bundeswehr, and he described his equipment to me, his personal Ausrüstung. He said, it's terrible. Only a small percentage of the Bundeswehr has a proper helmet. Even the cold weather clothing, he said, is terrible. I was astounded. I would have never thought that in the German Bundeswehr that the Kleidung for cold weather would not be the best you could have. Basic things. And this is a result of over a decade of low priority to provide the right equipment. And look, I think it's impressive that no German Bundeswehr soldier ever goes anywhere without the mandate from the Bundestag. Every mission is approved by the Congress, by the Bundestag. Then it seems to me there's a moral obligation of the Bundestag to make sure that every woman and man of the Bundeswehr has the best possible equipment so that they can survive and so that they can accomplish the mission. If you're going to give a mandate to go on an Einsatz, then you should make sure that you've given these women and men the best possible equipment. And that has not been the case for the last 15 years. And so this 100 milliarden is going to help catch up on that. The 2% part, that's to maintain readiness, modernization, all the things that you would expect from the country that should be doing so much to help ensure stability and peace and defending European values, democratic values in Europe. Frau Dr. Franke, Sie haben das Schlusswort jetzt. Wie ist Ihre Einschätzung? Ist es genug? Ist es gerade richtig? Ist es ein guter Anfang? Oder ist es ein uneinlösliches Versprechen? Was relativ klar ist, ist, dass es, glaube ich, kein Militär auf der Welt gibt, das sagt, wir haben genug. Also ich kenne selbst Diskussionen aus den USA, die jetzt ja, weiß Gott, viel Geld, sowohl nominell als auch als Prozentsatz vom BIP, fürs Militär ausgeben. Und auch da gibt es Leute, die sagen, das ist alles nicht genug und die USA müssen was ganz anderes machen und man kommt nicht gegen China an etc. Insofern ist es natürlich immer einfach zu sagen, das reicht nicht. Und man findet haufenweise Sachen, die diese 100 Milliarden nicht bezahlen werden können und die 2% des BIPs nicht bezahlen können. Der zweite Punkt ist, dieses 2%-Ziel, das kommt ja aus der NATO, das ist ja eine total ausgedachte Größe. Ne? Also wir nehmen das immer so ein bisschen als so, das ist irgendwie das Ziel und wenn wir das machen, dann ja, dann was eigentlich? Weil diese 2%, die wurden einfach ausgedacht innerhalb der NATO. Nicht so sehr, dass man gesagt hat, wenn man 2% ausgibt, dann reicht das irgendwie. Reicht denn für was? Es kommt ja immer auf den Kontext an. Und zum Beispiel im Kalten Krieg waren die Verteidigungsausgaben der Bundesrepublik deutlich über 2%, weil man eben der Meinung war, man brauchte es. Insofern, es muss halt, ja genau, es muss eben angeglichen werden an den Kontext. Daher, ich würde es mal so formulieren, es ist mit Sicherheit ein sehr guter Anfang. Und wie Ben ja sehr klar gemacht hat, es geht für die deutsche Bundeswehr auch wirklich vor allen Dingen darum, ein bisschen to catch up, also Lücken zu füllen, wieder eine Vollausstattung überhaupt haben zu wollen. Also die Idee, jeder Soldat kriegt irgendwie ein Gewehr. Solche Dinge, das war ja die Friedensdividende Deutschlands, dass wir das alles nicht gemacht haben. Insofern, das ist auf jeden Fall extrem nötig und ein wichtiger Schritt. Wird das reichen? Ja, kommt sehr auf den Kontext an. Das ist jetzt nicht irgendwie Riesensummen, dass man sagt, damit ist jetzt alles abgedeckt. Also so ist es leider nicht. Insofern wird das auch immer jedes Jahr eben auch weiter diskutiert werden müssen. Und man muss eben sehen, wie sich die Bedrohungslage da entwickelt. Aber ich will mich jetzt eben auch nicht hinstellen und sagen, das reicht alles nicht und das ist ja gar nichts. Weil wir reden auf jeden Fall auch wirklich über viel Geld. Und das ist schon mal gut, dass das in die Hand genommen wird. Aber ja, das ist sicherlich nicht das Ende der Diskussion.
Wir haben jetzt hier viele Fragen, die noch nicht erörtert worden sind, aus dem Publikum, wie zum Beispiel die Frage nach einer europäischen Armee, ob das innerhalb der NATO überhaupt sinnvoll wäre. Das geht alles sehr viel weiter natürlich. Es gibt Fragen weiterhin zur Haltung von Bundeskanzler Scholz zu Waffenlieferungen. Da ist vieles noch offen geblieben. Wir werden sicherlich sowohl im Rahmen der Atlantischen Akademie als auch im Rahmen der Friedrich-Naumann-Stiftung für die Freiheit noch in vielen Veranstaltungen darüber sprechen. Informieren Sie sich, was es da noch gibt. Programmhinweise können Sie im Chat, dem Chat entnehmen. Ich bedanke mich jetzt erstmal ganz besonders an unsere Gäste heute Abend, an Frau Dr. Franke, die ist aus London zugeschaltet, wenn ich das richtig sehe, und Lieutenant General Retired Ben Hodges, der uns aus Bukarest zugeschaltet war. Vielen Dank dafür, dass Sie uns begleiten. Gerade, ich möchte dieses Wort gerade an einen amerikanischen Staatsbürger richten. Wir sind sehr dankbar dafür, Sie bei uns zu haben und hören uns auch gerne mal Ihren Rat und auch Ihre Kritik an. An unser Publikum gerichtet, wie gesagt, informieren Sie sich über die Veranstaltung. Da findet unheimlich viel online statt, wo Sie sich weiter informieren können. Ich jedenfalls möchte jetzt den heutigen Abend damit beschließen und Ihnen alle einen angenehmen Abend und eine gute Nacht wünschen. Auf Wiederschauen.